Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Zum Joggen habe ich heute mein folgendes Outfit an. Eine Kappe, Sonnenbrille, dann habe ich meine Haare geflochten, meine Handschuhe dürfen nicht fehlen, meine Sportcorsage natürlich auch nicht, meine Trinkflasche und mein Handy. So, dann kannst du ja schon losgehen. Bis gleich, meine Lieben. Nach dem Joggen habe ich erstmal frisch geduscht und 40 Minuten später mir leckere Kelloggs gemacht. Die erinnern mich immer an meine Kindheit. Natürlich kaufe ich solche, die wenig Zucker enthalten. Da bin ich wieder, meine Lieben. Heute wollte ich sehr gerne selber Parfüm herstellen und zwar nur mit meinen beiden Händchen. Dieses Video ist nichts für schwache Nerven, denn ich bin halt kein Profi, was die Herstellung eines Parfüms angeht. Also, von wem die Psyche es nicht aushält, sowas anzuschauen, was ich jetzt gleich machen werde, dann würde ich euch lieber raten, dieses Video sofort auszuschalten. Das war nur ein kleiner Scherz nebenbei. Als erstes brauchen wir einen nachfüllbaren Parfümzerstäuber. Ich habe hier einige auf Lager. Die kann man sich im Internet bestellen. Schaut, wie schön die aussehen. Meine sind aus Glas und in verschiedenen Farben. Ich denke, ich nehme heute mal rosa. Die Farbe suche ich mir immer nach Lust und Laune aus. Dann benötigen wir auch noch viele verschiedene ätherische Öle. Ich habe hier einige Duftrichtungen. Jasmin, Rose, Lavendel, Vanille und Blue Water. Ich entscheide mich für diese drei. Rose, Vanille und Jasmin. Dann benötigen wir noch Alkohol. Dieses kleine Fläschchen habe ich aus der Apotheke geholt. Ihr könnt jedes beliebige hochprozentige Alkohol nehmen. Dann habe ich mir diesen kleinen Trichter aus dem Internet bestellt. Der ist wirklich winzig. Der kommt auf meinen Parfümzerstäuber drauf. Eine Flasche mit destilliertem Wasser, aber es ist kein Muss für die Parfümherstellung. Deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, es ist nichts für schwache Nerven, für die schwache Psyche eines Menschen. Ich mache es halt so, wie ich es für richtig halte. So, dann fange ich einfach mal an mit meinem Parfum-Zauber. Ein wenig hochprozentigen. So, ich glaube, das reicht.
Dann kommen meine Duftöle ins Spiel. Von jedem Duft nehme ich ungefähr so 10 bis 12 Tropfen. Ich sollte erstmal den Verschluss aufmachen. Dann klappt es, glaube ich, auch. Man sollte nicht mehr als 3 Düfte verwenden. Sonst ist der Duft zu extrem. Ich habe hier schon wieder gekleckert. Vanille ist ja mein absoluter Lieblingsduft. Der darf natürlich auch in meinem Parfüm nicht fehlen. Es ist heute super windig. Dann kippe ich noch ein wenig destilliertes Wasser in mein Parfüm hinein. Es ist fast ein ganzes Fläschchen geworden. Jetzt mache ich den Verschluss zu. Und schüttle ungefähr eine halbe Minute alles durch. Meiner Meinung nach ist es sehr leicht, ein Parfüm herzustellen. Und die Vorteile sind noch die, dass man seinen eigenen persönlichen Duft kreieren kann. Jetzt teste ich mal mein Parfum. Was für ein Duft! Einfach nur einmalig. Und fertig ist mein selbst hergestelltes und von Hand gemachtes, wohlriechendes, bezauberndes und individuelles Parfum. Ihr müsst das unbedingt nachmachen, meine Lieben. Es lohnt sich. So, dann sage ich mal, bis später. Jetzt ist Zeit für meinen kleinen Snack für zwischendurch. Mandeln mit leckeren Erdbeeren. Das ist ein Genuss. Dieses wunderschöne weiße Kleid habe ich mir vor kurzem im Internet bestellt. Sieht das nicht toll aus, meine Lieben? Der Stoff ist super weich, das Material ist einfach nur klasse. Und der Schnitt einfach nur fantastisch. Und mein zweites Outfit ist, glaube ich, auch nicht von schlechten Eltern. Der Rock ist neu, das Oberteil nicht, die Corsage auch nicht. Ich mache das immer so, ich kombiniere immer Altes mit Neuem. Und diese wunderschöne Kette, die ich anhabe, die habe ich von meiner Mutter zum Geburtstag bekommen. Meine Lieben, ihr habt mich mal gefragt,
mit welchem Programm ich meinen Blog bearbeite, schneide, kopiere, füge ein und, und. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich zeige euch ein kleines bisschen hier, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Seht ihr, meine Lieben? So funktioniert das. Hier schneidet man. Hier gibt es genug noch andere Funktionen, die man nutzen kann. Aber ihr könnt hier lesen, welches Programm ich benutze. Mein Mittagessen. Mein Salat besteht heute aus Eisbergsalat, Tomaten, Radieschen, Gurken, Parmesankäse und vieles mehr. Für meinen leichten Salat habe ich heute folgende Zutaten und Soßen verwendet. Pfeffer, Joghurtdressing, natürlich ohne Fett, meine Chilisauce, Zwiebelgewürz und Knoblauchgewürz. Ich wette mit euch, dass sie jetzt sagt, wie kann sie denn so etwas überhaupt essen? Dann lieber dick sein und voll mit Zellulite, anstatt sowas zu essen. Ich bin doch keine Kuh auf der Weide, die so ein Grünzeug isst. Nein, meine Lieben, ihr habt Unrecht. Das schmeckt super lecker. Bei euch haben wahrscheinlich die Geschmacksrezeptoren schon langsam den Geist aufgegeben. Und aus diesem Grund merkt ihr nicht den Kick. Bon Appetit! Und wieder mal genießen wir mit Lieschen den tollen Sommer. Noch ein Monat und dann kommt wieder der Herbst. Das Wetter und die Luft inspirieren mich. Deshalb schreibe ich hier sehr gerne Gedichte auf meiner Sonnenliege.
Zum Abendessen brate ich heute chinesische Nudeln mit Gemüse im Wok. Dazu nehme ich als erstes Olivenöl und gebe etwas in meinen Wok hinein. Als nächstes schnibbele ich die Aubergine. Dann die roten Zwiebeln. Und nicht zu vergessen, die bunte Paprika kommt auch noch mit hinein. Wow, das sieht jetzt schon mega aus. Zeitgleich kocht das Wasser für die Nudeln. Ab und zu alles ein wenig umrühren. Um den Geschmack zu verstärken, kommt noch etwas Sojasauce dazu. Solche chinesischen Mienudeln verwende ich sehr oft in meinen Menüs.
Nachdem das Wasser gekocht hat, kommen meine Mienudeln hinein. Circa 10 Minuten brauchen die, bis die fertig sind. Manchmal sogar noch weniger. Wenn meine Nudeln fertig gekocht haben, kommen die in meinen Wok zu meinem knackigen Gemüse mit hinein. Voilà, mein Abendessen kann jetzt beginnen. Guten Appetit! Meine Lieben, ich habe mich schon Bett fertig gemacht. Sorry für meinen Anblick. Hab vor dem Schlafengehen Maskenpads unter meine Augen geklebt. Mein Nachthemd habe ich schon an und hier liegen auch noch ein paar Kissen rum. Bevor ich schlafen gehen wollte, möchte ich mir noch mit euch eine Tasse Tee machen. Ich habe hier einige Teesorten in meinem Sortiment. Die Teesorten aus dieser Verpackung kennt ihr ja bereits aus meinem alten Video. Fünf verschiedene Geschmacksrichtungen habe ich hier. Aber diesen Beutel, diesen Inhalt in dem Beutel, kennt ihr glaube ich nicht. Es ist Brennnesseltee von meiner Mutter, frisch gepflückt, aus dem schönen Westerwald. Hier habe ich noch Schutzengeltee. Der schmeckt super lecker, den habe ich mal von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine kleine Dose mit Matcha-Tee. Es ist grüner Tee, schmeckt auch besonders lecker. Ja, manchmal trinke ich auch mal einen Tee. Ich bin kurzzeitig in mein Wohnzimmer umgezogen, denn hier ist es besser für die Zubereitung meines nächtlichen Tees. Ich habe hier eine ganze Menge von Tees, aber ich entscheide mich für meinen Brennnesseltee von meiner Mama. Den getrockneten Brennnessel lege ich einfach so in meine Tasse. Dann gieße ich kochendes Wasser rein und fertig ist mein Tee. Seht ihr, meine Lieben? Ein wenig umrühren und ein paar Sekunden ziehen lassen. Dann probiere ich erstmal mit dem Löffel. Schmeckt super mega gut und ist auch noch dafür super gesund. Den Brennnesseltee kann ich euch vom Herzen weiterempfehlen. Kauft aber keinen im Supermarkt, denn der frische Brennnessel schmeckt tausendmal besser und man weiß, was man hat. Falls euch mein Blog gefallen hat und ihr keine weiteren Blogs mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.